Musical.ly heißt zwar jetzt TikTok, aber die Privatsphäre-Einstellungen sind noch fast die gleichen. Ihr öffnet das Profil, geht auf das kleine Zahnrad oder jetzt die drei kleinen Punkte und dann auf Privatsphäre und Einstellungen. Dieser Zwischenschritt fällt bei TikTok weg. Dann geht ihr auf Privatsphäre und Sicherheit. Mit einem privaten Konto könnt ihr wie in Instagram festlegen, dass nicht Wildfremde alle eure Beiträge sehen können. Außerdem könnt ihr zum Beispiel einstellen, wer mit euch ein Duett aufführen kann.